Hallo, schönen Tag. Guten Tag. Sebastian, Kinken Simmel, ja? Ja. Schönen Tag. Mein Name ist Robert Schmidt. Ich bin Manager von der Handelsplattform Israel. Und wen möchten Sie sprechen? Ich bin Finanzbörse interessiert, ja? Wen möchten Sie denn sprechen? Wie bitte? Wen möchten Sie denn sprechen? Ja, ja. Ach so. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es schon gehört. Niveau findet ihr woanders. Heute sind wir wieder ganz weit unten angekommen, in der Kloake des Callcenter-Lebens. Tja, man kann sich's kaum vorstellen. Aber ja, wir haben wieder einen wundervollen Namen ausgesucht, der, naja, sagen wir mal, zumindest sinnbefreit ist. Und der Mitarbeiter versucht trotzdem sein Glück, um irgendwie an unsere Kohle zu kommen. Man kennt's nicht anders von der Trading-Abzocke. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Telefongespräch. Sie haben für Bitcoin interessiert, ja? Mhm. Okay, sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung in dieser Branche? In der Bitcoin-Branche? Nein, haben Sie keine Erfahrung, ja? In der Bitcoin-Branche oder wo? In dieser Branche, im Kryptowährungen Handel. Ja. Okay. Okay, so. Sehen Sie, wer ist Handelsplattform Israel und wer arbeitet nicht nur mit Kryptowährungen, sondern auch Aktionen, Rohstoffe, Währungspaare, ja? Und wir haben zwei Optionen für Zusammenarbeit. Erste Optionen, das ist Arbeit mit dem Roboter. Sagen Sie mir bitte, haben Sie etwas über Roboter gehört? Ja. Okay, sehr gut. Tja, da haben wir heute tatsächlich wieder einen ganz besonderen Knallfrosch am Telefon, der überhaupt gar kein Deutsch versteht. Also wirkt zumindest auf jeden Fall so, dass der, weiß ich nicht, was der da überhaupt zu suchen hat am Telefon. Der versteht doch kein Wort. Jede Frage, die er stellt, der kann ja nicht mal auf die Antworten, die er bekommt, im Ansatz reagieren. Ja, aber ihr werdet noch merken, sein Skript kann er. Ein Roboter ist eine spezialisierte Software, ja, und die Software übernimmt die ganze Arbeit für Sie. Toll. Mit dem Handelsroboter können Sie bis 30% monatlich aus der Einzahlung verdienen. Und toll. Dann gibt es noch eine andere Option, das ist Arbeit mit dem Experte. Experte wird Ihnen Schritt für Schritt erzählen und helfen, Verkauf und Kauf so aus, das Steigen und Fallen der Börsekurse bestimmen. Prima. Dass Sie bei jeder Aktion Gewinn macht. So, aber für Arbeit mit dem Finanzexperte brauchen Sie ein bisschen mehr Zeit. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Zeit, zum Beispiel 2-3 Stunden pro Woche mit dem Finanzexperten kommunizieren? Ja, so eine halbe Sekunde könnte ich am Tag opfern. Wie bitte? Eine halbe Sekunde könnte ich am Tag opfern. Okay, okay. Komischer Onkel, sind Sie noch dran? Ich höre Sie nicht mehr. Ja, ja, ich bin da. Ja, dann erzähl doch was Schönes. Ja. Ja, ich höre. Ja, ich auch. So, sehr gut, prima. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Zeit für Finanzexperte kommunizieren? 2-3 Stunden pro Woche. Kann der denn kommunizieren, ja? Oder? Ja, sehr gut. Dann sagen Sie mir bitte, welche Erwartungen haben Sie? Möchten Sie einfach Geld verdienen oder in dieser Industrie Erfahrung sammeln oder etwas noch? Ja, so ein bisschen Pasta kann da ruhig rübergewachsen kommen. Ja, ja. Sie können zuerst zum Beispiel mit dem Finanzexperten arbeiten, dann, wenn Sie möchten, Finanzexperten mit Ihnen zusammen werden Roboter einrichten auf Ihr Konto und dann können Sie nur mit dem Roboter arbeiten. Kein Problem. Ja, der Typ beweist das immer mehr. Er liest nur das Skript vor. Aber der Sprache ist er nicht mal im Ansatz irgendwie mächtig. Ziemlich komisch eigentlich, denn ja, er spricht mit Akzent, aber naja, man versteht ja, was er sagt. Aber warum versteht er denn um Himmels Willen nicht, was ich am Telefon sage? Tja, weiß es nicht. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen,
Warum das so ist? Also ich finde da keine Lösung für. Haben die da gar keine intelligenten Mitarbeiter mehr, die noch irgendwas können? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja super, dass da solche Leute am Telefon sitzen, weil dann brauchen wir uns ja eigentlich keine Sorgen machen, dass der Betrug funktioniert. Naja, es sind ja nicht alle so wie der hier am Telefon. Wir haben es ja hier auch schon das ein oder andere Mal auf dem Kanal gehört, dass mal jemand doch ein kleines bisschen intelligenter ist als das, was wir hier ja so in der breiten Masse geboten bekommen. Ja, aber gruselig ist das auf jeden Fall schon. Da ruft euch einfach irgendein fremder Typ an, der will von euch Dinge wissen und man merkt eigentlich sofort, dass das Gespräch, was man da führt, völlig für ein Pop ist, weil das bringt doch alles gar nichts. Naja, merkwürdig. Aber hören wir mal weiter, was er noch so von sich geben möchte. Kann man den Finanzexperten denn noch streicheln? Ja, nach dem Kontakt zu wählen, Sie benutzen Ihr persönlicher Finanzexperte und dieser Experte wird Ihnen alles helfen, erzählen, wie alles funktioniert, ja? Aber jetzt können Sie leider nicht mit Experten kommunizieren, weil alle unsere Experten kommunizieren mit unseren Kunden, ja? Und Sie einfach haben keine Zeit zu kommunizieren mit Leuten, ja. Ach so. Sie haben immer Termine, ja. Mhm. Ist ja schön, dass ich mit einem Finanzexperten kommunizieren kann, aber ich kann gerade nicht mit ihm kommunizieren, weil er kommuniziert schon gerade bereits. Aha, genau. So stellt man sich doch eine super Beratung bei einer Bank vor, wo man sein Geld loswerden soll. Oder wie auch immer, die sich das vorstellen. Schon Wahnsinn. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die sich da vorstellen in den Callcentern. Aber naja, ich hoffe, dass ihr die Links schön teilt von den Videos, dass da wirklich niemand aus eurem Umfeld, egal wer, auf so etwas drauf reinfällt. Das ist doch einfach nur noch Wahnsinn, was da am Telefon so von sich gegeben wird. Ja, da ruft der Finanzexperte an, der hat noch einen anderen Experten an der Hand und die Experten haben aber alle keine Zeit, weil, ja, die kommunizieren gerade. Wahnsinn. Einfach nur absolut blanker Wahnsinn. So, jetzt werden wir zusammen Ihr Konto machen. Wie funktioniert denn der Roboter? Wie funktioniert der Roboter? Ja. Roboter ist eine spezialisierte Software, das über mathematische Algorithmen die technischen Indikatoren verwenden und Handelssignale erzeugt. Ja? Das ist spezielle Software, die auf Ihr Konto, auf Ihr Handelskonto einrichten und diese Software verschiedene Marketsignale, ja, erzeugt und auf diese Weise verdienen Sie. Das klingt ja prima. Und wie lange leben Sie schon in Deutschland? Ich wohne seit 2 Jahren in Deutschland. Ah ja, ich okay. Ich komme aus Polen, ja. Das ist lustig, ja. Ich erzähle immer die Geschichte. Mein Vorname ist Schmidt, ja, aber meine alle Kunden hören, dass ich spreche nicht so gut Deutsch. Schön, dass es ihm selber aufgefallen ist, dass sein Name mehr oder weniger lustig ist. Wie der Schmidt heißen kann, naja, also weiß ich nicht. Er ist ja stolz auf seine komische Geschichte, die er selber nicht so wirklich erzählt, aber sie eigentlich erzählen wollte und es dann doch nicht so richtig getan hat. Und schön, dass er schon angeblich 2 Jahre in Deutschland wohnt. Aber ganz ehrlich, wenn ich 2 Jahre in einem anderen Land wohne, dann kann ich doch auch ein bisschen drauf reagieren, was die anderen Menschen so sagen, ne? Also ich meine, ich stand jetzt noch nicht vor dem Problem, aber wenn ich in ein anderes Land gehe, dann versuche ich doch mit den Leuten, die da vor Ort sind, auch irgendwie anständig zu kommunizieren. Dass der hier nicht in Deutschland ist, ich glaube, das ist uns allen bewusst, denn die betrügerischen Callcenter, die rufen ja gerne aus dem Ausland an. Und zwar ziemlich von sehr weit weg in der Regel. Natürlich gibt es auch diese betrügerischen Callcenter direkt bei uns hier in Europa. Ja, aber meistens sitzen die dann doch sehr, sehr weit weg, so dass die Behörden da definitiv kaum was machen können. Ja, oder bis hin zu sogar gar nichts. Einfach nur immer wieder unfassbar. Aber naja, die erzählen ja immer wieder ganz stolz, dass die hier in Deutschland sind. Was ich nun wirklich ganz stark bezweifle, weil sonst könnte man ja wenigstens auf irgendwas reagieren, was man gesagt bekommt. Aber das kann er hier ja nur sehr stark begrenzt.
aber mein Vater war deutscher Mensch, ja, aber meine Mutter ist polnisch und darum dieses Witz, ja. Ach so. So, sagen Sie mir bitte, aus welcher Summe möchten Sie beginnen? Wissen Sie, aus welcher Summe können Sie bei uns beginnen? Mindestbetrag ist 250 Euro. Ach so. Sagen Sie mir bitte, passt Ihnen? Ja, das klingt ganz schnuckelig. Okay, sehr gut. Dann, wir werden jetzt zusammen Ihr Konto machen. Ja, sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp auf diese Nummer? Haben Sie da eigentlich auch schon 250 Euro eingezahlt und sind reich geworden? Wie viel Euro? Haben Sie da Erfahrungen drin? Ja. Ja? Genau. Gute oder schlechte? Gute. Gute Sachen so, ne? Gute Erfahrung, ja. Ja, aber ich habe vor einem Jahr mit dem gleiche Firma gearbeitet. Ja. Tut nicht so gut. Ich habe nicht so viel Geld, 500 Euro investiert. Aha. Und mit Zeit, ja, in Zukunft, nach 2 Monaten, ja, hatte ich schon gutes ein zusätzliches Einkommen, aber ich habe immer investiert, ja, ich habe meinen Gewinn nicht nehmen, aber weiter investiert und jetzt ich bezahle aus diesem Gewinn, ja, mein Kredit und nicht so gut. Das ist ein zusätzliches Einkommen, benutze ich für meine Kredit bezahlen, ja. Tja, hat mal wieder wenig Sinn ergeben, was er da so von sich gegeben hat, aber tja, also der will jetzt ja erzählen, dass er mit dem Gewinn, den er da macht, den investiert er wieder, aber er nimmt davon nichts weg, aber bezahlt damit seinen Kredit, was auch immer für einen Kredit, und er macht da ein passives Einkommen mit. Aha. Ja, aber nach der Rechnung, wie wir das jetzt hier nur schon in den anderen Videos immer mal wieder vorgerechnet bekommen haben, müsste der ja mit 500 Euro jetzt mittlerweile Multibilliardär sein. Tja, aber irgendwie scheint ja seine Investition dann nicht so richtig zu funktionieren. Oder weiß ich nicht. Was will er uns jetzt hier nochmal genau erklären? Also, verstehe ich nicht so ganz. Ich komme da irgendwie nicht durch, was der so genau von uns möchte. Ja, außer Geld aus der Tasche ziehen. Aber wofür jetzt so genau, das, er kann ja selber sein eigenes Produkt nicht wirklich seriös anpreisen. Und tja, weiß ich nicht. Ganz so überzeugt scheint er ja irgendwie auch selbst davon gar nicht so zu sein. Sonst würde doch da viel mehr Euphorie kommen, oder nicht? Ja, und davon mal abgesehen, warum telefoniert er eigentlich noch für dieses System? Und davon mal abgesehen, wer ruft euch eigentlich an und schenkt euch Geld? Niemand. Ganz genau. Ja, und haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen? Gute Erfahrungen. Gute, sehr ja. Gute. Und wie geht es Ihnen heute? Wie bitte? Wie geht es Ihnen denn heute? Gut. Ja. Haben Sie denn Erfahrung im Online-Trading? Ja, ich habe gesagt. Ja. Und haben Sie eine Visa oder eine Mastercard? Egal, oder Sie fragen mich. Haben Sie beides, ja? Mastercard. Ja. Ja, weil ich will Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Ja, kein Problem, ich kann helfen. Okay, ja. Gut. So, ja, gut. Jetzt zuerst sollen wir ein Konto für Sie machen, ja? Ja, wie viel Geld kann man denn da verdienen bei Ihnen? Ich? Ja. Oh, das ist sehr persönlich. Ich wollte nicht, ja, über meine Einkommen erzählen. So, und wie viel kann ich da verdienen? Warten. Wie bitte? Und wie viel kann ich da verdienen? Ich verstehe nicht. Wiederholen Sie bitte nochmal. Wie viel Geld kann ich denn da verdienen? Ja, bis mit dem Roboter bis 30% Ihr Einzahlung, ja? Ja, also bei 250 Euro ist so Pi mal Daumen dann im Monat so 70 Euro Gewinn. Ja. Dann, ja. Und wie viel Gewinn haben Sie da schon gemacht? Ich? Ja. Aus Ihr Konto oder wie? Aus Ihrem Konto. Nein, ich gewinne nichts. Nicht? Nichts.
Und warum machen Sie dann diesen Job? Ich bekomme nur Gehalt, ja, und keine Boni für Kunden, ja. Aber Sie investieren da auch, ja? Ja, ich habe gesagt, ja, aber ja. Ich investiere ein Jahr früher, ja? Ja. Sind Sie dann schon reich? Und ja, dann ich habe meinen Gewinn nicht nehmen, ja? Ja. Ich investiere weiter. Zum Beispiel, zuerst habe ich 500 Euro investiert, ja? Dann habe ich verdient, ja, 100 Euro noch. Ja. Aber ich habe nicht genommen, dieses Geld. Ja. Ich investiere weiter und dann bekomme ich ein zusätzliches Einkommen, ja, und nicht schlecht Geld. Ja. So. Sagen Sie mir bitte, haben Sie WhatsApp auf diese Nummer? Nee. Keine WhatsApp. Okay, vielleicht kann ich auf Ihr E-Mail schreiben, ja? Das ist E-Mail stinke.email.sebastian, ja? Ja, ja. Hm. Okay, sehr gut. Dann ich mache jetzt für Sie ein Konto. Ach, toll. Und dann einfach Daten auf Ihr E-Mail schicken, okay? Okay. So, warten Sie bitte ein paar Minuten, okay? Aber natürlich. Da nehme ich mir doch gerne Zeit. Hallo, sind Sie da? Ja, natürlich. So, ich habe auf Ihr E-Mail Ihr Konto geschickt. Ja. Aber bitte nach dem Konto einloggen. Mhm. Wechseln Sie bitte Ihr Passwort, ja? Das ist sehr wichtig. Okay. Nur Sie sollen Zugriff haben, ja? Ja. Okay. Ja. Genau. Sagen Sie mir bitte, ja, wann haben Sie es gemacht, okay? Was denn? Wie heißt denn die Seite? Ich habe da mal eine Frage. Hallo, ja, leider meine Nachricht nicht. Ja. Dürfen denn, darf man denn von den Zeugen Jehovas da auch Geld einzahlen? Wie bitte? Darf man denn da von den Zeugen Jehovas auch Geld einzahlen? Sie können ja direkt auf unsere Handelsplattform hier kontaktivieren. Ja. Oder durch Überweisungsdaten. Wir können Überweisungsdaten vorbereiten, ja? Weil ich bin sehr streng gläubig, deswegen frage ich, ob ich von den Zeugen Jehovas auch einzahlen darf. Weil nicht, dass mich da der Teufel holt. Dass ich dann nicht ins Paradies komme, weißt du, das habe ich Angst. Wie bitte? Ja, ich bin ja von den Zeugen Jehovas und ich wollte fragen, ob ich denn da trotzdem einzahlen darf, weil wegen der Religion und dem Onlinehandel, da habe ich Angst, dass mich dann der Teufel holt und dass ich nicht ins Paradies komme. Jetzt versuche ich nochmal auf Ihr E-Mail meine Nachricht schicken, ja? Ja. Aber das ist kein Problem mit den Zeugen Jehovas, ne? Ja, vielleicht ein Fehler, ja, im E-Mail. Aber da holt mich nicht der Teufel. Ja, jetzt warten Sie bitte eine Minute Zeit. Aber natürlich, da habe ich Zeit. Hallo? Ja, guten Tag. Überprüfen Sie bitte Ihr E-Mail-Adresse. Ja. Vielleicht, Sie haben einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht? Vielleicht, weil ich kann nicht auf diese Adresse Nachricht schicken. Ja, ist das schlimm? So, jetzt sagen Sie mir bitte jetzt
E-Mail-Adresse? Meine E-Mail-Adresse. Soll ich da eine neue buchstabieren? Hallo? Junge Dame? Ja, und dann war er plötzlich weg und hatte keine Lust mehr. Ich denke mal, das Gespräch können wir hier wieder in die Kategorie stecken. Dieses Gespräch wurde abgebrochen vom Chef. Ich weiß es nicht. Tja, aber der hat wirklich für den Herrn Stinkepimmel angerufen. Ja, ich weiß es nicht, wie man da drauf kommt. Also, ja, aber es funktioniert. Gut. Naja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und gut unterhalten und vor allem auch ein bisschen aufgeklärt, was da so genau für Menschen bei euch anrufen könnten. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.